Konfuzius sagt, ein Tag, an dem du nicht gelacht hast, ist ein verlorener Tag. Eines Tages bricht die 12-jährige Tochter das Schweigen am Abendbrottisch und verkündet ernsthaft, ich bin keine Jungfrau mehr. Nach diesen Worten breitet sich eine unheimliche Stille im Haus aus. Wenig später schreit der Vater die Mutter an. Martha, du bist schuld. Du ziehst dich immer so frivol an und du verdrehst allen Kerlen dauernd die Köpfe. Und außerdem fluchst du immer obszön vor unserer Tochter. Zu der 20-jährigen Tochter sagt der Vater, und du bist auch mit Schuld. Vögelst mit jedem auf unserem Sofa, wenn wir ausgehen. Und dies vor den Augen deiner kleinen Schwester. Und du musst nicht glauben, dass ich nicht weiß, dass du einen Vibrator im Nachtschrank hast. Nee, nee. Die Mutter zum Vater, halt mal die Luft an, gerade du regst dich auf. Du gibst immer die Hälfte deines Lohns für Nutten aus. Und seit wir Kabelfernsehen haben, schaust du nichts anderes als Pornofilme. Sogar wenn unsere kleine Tochter dabei ist. Nicht zu reden von deiner Sekretärin, die dir dauernd einbläst. Die schluchzende und verzweifelte Mutter wendet sich der kleinen Tochter zu und fragt, aber Liebling, sag mal, wie ist es denn passiert? Bist du vergewaltigt worden oder hast du mit einem Mitschüler geschlafen? Die kleine Tochter erwidert erstaunt, aber nein, Mami. Die Lehrerin hat meine Rolle im Weihnachtstheater getauscht. Ich bin jetzt nicht mehr die Jungfrau, sondern ich bin die Hirtin. Konfuzius sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöhen deine gute Laune um mindestens 400%.